Ansicht. Wir spielen immer noch Jack the Lions 3 und haben beim letzten Mal im Norden sehr viel erledigt. Die letzten drei Folgen haben sich um den Norden gedreht. Jetzt geht's im wilden Süden weiter. Und der wilde Süden bedeutet vor allen Dingen, hier wieder ein Angriffstrupp ausschalten und Verstärkung ist unterwegs. Da wollen wir gleich reingehen, doch bevor dem so ist, haben wir noch einmal ganz kurz im Browser was zu schauen. Wir haben 21.000 auf der hohen Kante und ein bisschen Spielraum haben wir noch. Was gibt's beim Waffenhändler? Und eventuell brauchen wir nämlich neue Munition. Das ist das. Aber keine 5,56er, die wir bräuchten. Nur 7,62er. Ja, das ist schlecht. Das ist schlecht. Dann werden wir auch nicht bestellen. Wenn ihr nicht das habt, was wir brauchen, dann machen wir es uns selber. Und zwar hier in der Reparaturwerkstatt. Und da geht's. So. Und hier geht's um die Old Diamond Mine. The band is back together. Da gehen wir direkt rein. Da kennen wir nichts. Die Old Diamond Mine. Wo ist die Einsatzzone? Feind kommt von da. Das ist schön. Haben wir noch andere feindliche Einsatzzonen? Ne, wir können aber hier alle ums Haus einsetzen. Das ist doch fantastisch. Können wir aufs Dach direkt? Jawohl. What do you want? Das heißt, Moni geht aus. Meltdown here. Drei Feinde mit Angriff in den Unterleib. Meltdown hat ja heute wieder einen großen Tag, oder was? Ja. Die Dame hat wieder gute Laune. It's me, Thor. Und der Hitman wird hier auch aufs Dach gehen. Nails here. Nails und Thor eher unten. Ja. Und dann Einsatz geht los. Ready to roll. Wir pausieren kurz, um zu checken, wer die Leuchtfackeln hat. Und da ist natürlich Nails am Start. Wir haben wieder einen Nachteinsatz, wir müssen Licht machen. Und ja, die eine FAMAS hier können wir verschrotten. Welche ist die coole? Die da oben, das heißt, wir können die hier verschrotten. Die von Hitman, die brauchen wir nicht mehr. Und dann. Hey! Let's play a game of Trailer Park Tag. It works like this. Gehen wir hier nach vorne. Du gehst nach vorne. Und natürlich hat Nails. Ja, wir haben die Leuchtstäbe genommen. Und Thor geht hier auch nach vorne. Die anderen bleiben. Okay, da sind. Okay. Wir haben Kontakt, wir haben Kontakt, wir haben Kontakt. Nails. Wir brauchen Licht und zwar hier. Und dann wollen wir mal doppelte Hyänen-Power. Rein da. Enemy spotted. So. Chance of me making this shot are slim and none, Ace. And Slim just left town. Okay. Das macht nichts. Du holst dir die Hyäne. Weil Hyänen sind gefährlich. So. Jo, Rekruten haben wir auch, aber die sind irgendwie am anderen Ende der Welt. Hitman hat seinen Job gut gemacht. Ja? Oh,
Tor. Wir könnten da hinten die Granate reinlöten, ne? Das würde sehr viel Probleme lösen. Uns gehen nur die Granaten aus, ne? Was für eine Granate haben wir überhaupt geladen? 40 mm HE. Be careful not to accumulate bad karma. I am out of ammo, but I still have two hands and a never-ending supply of positive energy. Gut so. I am one with my gun. Haben wir auch noch eine Chance hier. Bär. Glück hat nicht so viel Leben. Und wir haben Spaß. Nails here. Nails hat jetzt hier die großartige Möglichkeit. Sein Glück mit der Granate. They don't call me Nails for nothing. Great job. Go ahead and give yourself a round of applause. You earned it. So, also keine Unterleibstreffer, aber kabum. Und what next? Moni Barnes on the guard. Wir sollten vielleicht die Kalasch. This is absurd. Die Kalaschnikow auf Stil ausrichten. Und hier um Nails einfach abdecken. Du deckst auf der Seite I will ab. Watch over this area. Und Norma Meltdown. Du deckst hier ab, falls die Hyäne da kommt. Und dann warten wir mal. Ja, das war schlecht. Da kommt ein Speer. Eieiei, das hat die Hyäne leid. Eieiei. Uiuiui, und auch an Tor geht das Ganze nicht um. Kill them all and send them to hell. Jojojo, alles gut, alles gut. Eieiei. Kriegst du auch hier gleich wieder einen auf den Deckel. Aber da kommen unsere Rekruten. Die werden den Drops schon lutschen. Wenn sie nicht gerade im Loch stecken. Der steckt im Loch. Und der auf der anderen Seite vom Loch. What's on your mind, Scooter? Okay, hier müssen wir die Hyäne loswerden. About to drop the hammer on this one. Zählt Beine als Unterleib, ich glaube nicht. Nobody says nothing, not one word. Okay, okay. It was a beloved bet, you bastards. One less critter to worry about. Easy pickings. So, hier dürfen die. Oh, Unterleib. Ich denke, das ist natürlich fies. Da wir es eh nicht schaffen, holt sie euch. Holt sie euch, wie sich das gehört. Be the bullet. Einmal, Thor hat doch die Pistole. Dann können wir den hier auch sauber wegpistolieren. Im Sektor sind immer noch Feinde aktiv. Nobody gets stupid. Das war jetzt unerwartet. Oder ja, die kommen von hinten drin. Mist, Thor geht in Deckung. Und Norma. Center yourself. Breathe. Let the negative energy flow away from you. Und meine Scharfschützen, bitte in Position. Bereitet euch vor, da hätten wir ja doch noch eine Chance gehabt. Hitman Hennessy. Someone is gonna have a bad day soon. Hol ihn dir. Oh, die sind zu zweit. Also allein. Ich dachte, aber der Feld ist gerade weggefallen. Naja. Irgendwas ist immer. Easy Nummer hier. Good as gone, Ace. Jo, markieren bitte.
Der ist in Deckung. Das ist nicht so ideal für uns. Ja, wir können aber dahin laufen und ihn auch flankieren. Oder so. Ah, ich möchte jetzt keine Granate in ihn reinwerfen. Ready to roll. Ich möchte es eigentlich schon munitionssparend machen. Und munitionssparend heißt für mich vor allen Dingen... Okay, Thor kann hier gar nicht rüber. Der bleibt dann einfach da in Deckung. Time to let troubles flow around and not through. Munitionssparend heißt für mich, dass ich Meltdown... Er ist müde, verdammt, die kommt nicht rüber. Hey, die gern hier. Schafft sie nicht. What next? Aber Moni hat von unten hier oben noch eine Chance. Trifft aber nicht. Wir brauchen für Moni endlich ein Gewehr. Time for a last stand. So. Okay, der läuft. Uiuiui. Wohin gehst du denn? Eieiei. Wir brauchen für Moni echt ein anderes Gewehr. Die andere Truppe hat 3 Dragunovs und die hier haben nur die Winchesters. Ne, 2 Dragunovs. 2 Dragunovs und die Gold Rush. Und hier fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen was. Ja? Hier fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen was. Und Thor holt sich den jetzt hier mit der Pistole. 24 Crit, sehr schön. Klare Pistole. My mind is focused, my body is relaxed. Schwer verletzt. Ein Schuss haben wir noch. Fast tot. Sehr gut. Und hier gehen wir in Deckung. Ready to roll. Willst du hier Deckung geben? Ich glaube schon. Nee, du willst vorrücken. Und Meltdown will auch nachkommen. Die ist halt echt. Hitman Hannes. Und ja, ihr seid. Getting there. Ja, ihr habt keine Reichweite, das ist mir klar. Na gut. Wir haben ja auch noch unsere Rekruten, ne? Aber es ist natürlich auch doof, dass wir unter den Scheinwerfern stehen und nicht die Feinde. Das heißt doof, mittelmäßig taktisch vorbereitet. Hallo. Aber das passiert manchmal. So, jetzt gehen wir hier rüber. Dann sollten wir den erwischen. Und dann war's das. The last little puke is wasted. They should have never even showed themselves. Damit. Every journey begins with a single das hier erobert. Wir checken ganz kurz für... Auch hier müssen wir Zeug reparieren. Das ist ja auch nicht gut. Aber hier müssen wir Rüstungen reparieren. Eieiei. It's me, Thor. Und Truppzusammenstellung. Nein, ihr werdet zum Alpha-Trupp. Das ist mir lieber. Wir haben das A-Team und dann passt das. So. Ja? Take a deep breath. Haben wir da noch was da hinten? Nein. And release. Okay, das heißt, den Trupp hier haben wir auch. Wir warten auf Foda und gehen hier zur Halde. Da ist nämlich auch eine Werkstatt. Sure. I have arrived at the destination and am ready for a new goal. Hier können wir jetzt auf jeden Fall Gegenstände reparieren. Und... Jo, Nails und Thor. Reparieren, Mechanik, Gegenstände auswählen. Wir müssen hier reparieren.
Automatik, die Abrüstung und die Minigun, endlich, dass sie endlich ihre Minigun bekommt. Den Revolver weiß ich gar nicht. Ja, den Revolver will ich, glaube ich, nicht reparieren wollen. Den Revolver würde ich nicht reparieren wollen. Da dann lieber hier die Hose. Und das gibt einfach die Möglichkeit, dass die hier auch wieder ausruhen, während Foda eintrifft. Im Norden sind wir auch unterwegs zur Reparaturwerkstatt. So, Verträge laufen aus. Die wollen wir verlängern. Beide, offensichtlich. Ja, ich würde auch gern Scope anheuern, aber ich möchte erstmal. We're coming up on the end of this contract, Scooter. What's the crystal ball telling you? We got a deal. Nails verlängern und wer war der andere? Dr. Q. Den wollen wir auch verlängern. The agreement draws close. Do you wish to discuss an extension? The renewal. Okay, wir sind minus 2000. Und wir haben 4000 Verlust pro Tag. Das heißt, wir müssen ganz dringend an Kohle kommen. Was eben auch an Foda liegt. Aber ich gehe davon aus, da hinten ist noch eine Mine. Und die holen wir uns. So. Aber auch der Nordtrupp hier, Charlie-Trupp, ist jetzt an der Werkstatt angekommen. Und auch der Charlie-Trupp muss jetzt leider, leider Gegenstände reparieren. Und da sind Halina und Eis dafür vorgesehen. Denn wir haben hier leider einiges, was cool ist, aber Reparatur benötigt. Einmal das Gewehr. Dann haben wir hier eben die Gewehre 47, eieiei, 86. Das sind alles eieiei, ganz, ganz üble Werte. Das 59er Dragunov. Au, auch das muss repariert werden. Und den Helm können wir auch noch auf die Liste setzen. Dann Munition herstellen. Dafür ist Barry da. Nicht genügend Ressourcen. Was fehlt uns da? Ach ja, wir haben keinen Schwarzpulver da oben. Eieiei. Dann Verletzungen behandeln. Auf jeden Fall. Dr. Q und Flay sind als Ärzte unterwegs. Weil wir haben hier ja 1, 2, 3 Leute, die ganz dringend Fitness brauchen. Und dann kann man auch das starten. Wichtig wird sein, dass wir hier auf jeden Fall das hier abfangen, die Waffenlieferung. Und uns hier auch noch um den Sektor C11 kümmern. Ja, und hier warten wir auf Foda. Und da kommt ein Angriffstrupp, sehe ich das richtig? Sehe ich das richtig, dass da ein Angriffstrupp kommt? Legion Angriffstrupp, schon wieder nach da unten. Ja, Papa. Okay, aber da ist die neue Dame da. Die wird auch hier runterreisen zum Team. Und sich dem Trupp hier anschließen. Auf jeden Fall. Und dann warten wir eine Runde, bis Zeug repariert ist. Franz ist nicht mehr müde. Wir warten auf jeden Fall weiter. Kräutermedizin, sehr fein. Und Barry hat eine Gesundheit erhalten. Das ist auch fein. Ist aber nicht so wichtig, die Verletzungen tatsächlich. Mir sind jetzt gerade die Waffen wichtiger. Du hast 12 Söldner und wenig Geld. Ja, wir müssen jetzt ans Geld denken. Und was kommt hier? Da kommt auch nochmal irgendein Trupp hoch, oder was? Angriffstrupp nach da. Legion-Angriffstrupp nach da oben. Wir haben doch Hill Station jetzt ausgeräumt. Was ist eigentlich A11? Haben wir nie geguckt, ne?
Mitten im Nirgendwo. Ach, da war noch ein Schatz versteckt vielleicht. Ah. Aber wir müssen jetzt hier erst rein. Da beißt die Maus keinen Faden ab. So, Sevenaig, Barry von allen Wunden. Wir warten noch, bis die hier wirklich fertig repariert haben. All done. If you need me, I will be reading my book. So, jetzt Gegenstände repariert, Verletzungen geheilt, Trupp wieder voll einsatzfähig und da kommt ein neuer Angriffstrupp. Eieiei. Das heißt aber, wir können hier jetzt an die Ausrüstung gehen. Und Ausrüstung ist hier in dem Fall vor allen Dingen... Wir haben G36. Und damit natürlich ein schönes Spielzeug. Was ist dran? Ein Jo, Lauf verlängern können wir auf jeden Fall. Magazin. Brauchen wir ein größeres Magazin? Nee, brauchen wir nicht. 30er Magazin reicht. Prismenziel für ein hoher Crit-Chance für Angriffe mit 3 oder mehr Zielstufen. Zusätzliche Zielstufen wäre auch cool. Thermal und Reflex auch, aber wir lassen einfach das Prismen. Am Unterlaufen Granatwerfer, schön, aber nicht gut. Den Griff, ja, brauchen wir nicht unbedingt. Am Kolben. Nö, den können wir einfach so lassen. Und das G36, wer kriegt das? Das geht mit 3x11. Einmal 36 fürs Dragunov ist natürlich cool. 3x8 für die MP5K. Wir haben hier auch noch das M16. 3x11 fürs M14. Mit 24 Reichweite. Hat halt 36 Reichweite. Das ist schon sexy. Das ist also echt was für ein Frontschwein. Also doch, Barry. Dann kann die mit dem... Ah, die ist halt... Ja. So, hier haben wir noch die 3x10 mit 30 Reichweite. Aber 5,56 halt auch so eine... Die sind durchgeladen. Die Auto 5 brauchen wir nicht unbedingt. Ja, ich weiß, die Auto 5 ist gut. Und hier die Rüstung für ihn. Haben wir auch keine eingesagt. Na toll. Naja, egal. Team ist auf jeden Fall startklar. Aber wir haben das nicht repariert. Da war was. Wir haben den Jackhammer nicht repariert. Das ist natürlich schlecht. Dann kriegt der Doc die Auto 5. Die ist fit. Oberschrot. Einer muss. Und dann geht's hier nach unten. Nothing to hunt here. We are moving. So, in C11 können wir hier den Schild noch wegmachen. Halt die Frage, ob wir dann die Waffenlieferung noch bekommen oder nicht. Wohin ist dieser Legionstrupp unterwegs? Aber das holen wir uns hier. There are points of interest in this sector. So. Die alte Tankstelle, da ist noch... was zu erledigen. We outie. We have enemy. Da sind sie in der Tankstelle. Yes. Understood. Alina kann nach da gehen. Huh? Ich habe Angst, mich da... Das heißt Angst, Respekt. Très bien.
Die ist nach da, kann sie dahin legen. Yes? Let's bound. Und going undercover. Keeping it on the down low. Ich hab da Respekt davor, dass da was explodieren könnte, Tankstellen und so. Have you heard about Molotov? I can't stand that guy. Please, tell me he's dead. No, Damas. I heard he and his gang stumbled on something big. How big? Like your mama's ass? Shut up, moron! I'm serious. They say Siegfried has been doing something with the diesel he buys from us. Doing what? A week-long bender? I'm not surprised based on the quantity he's buying. You're impossible. I mean they are using it for something else. Hey, quiet. I think I heard something. Uh-oh. Uh-oh. Playing it smooth. My approach will go unnoticed. 7-8, wir müssen die Waffe wechseln. Sturmgewehr. May the spirits hide me from the opposition. Schlechter. Wir sind hier, ja. What? Wir rennen hier weg. Wir lassen den. So. Wir bleiben hier. Okay. Und. Good thing I brought my sneaks. Von hier von hinten, yes? Und der Schütze von da, Halina, ist bereit. Hm. Und Flay hat das Ziel erfasst. This will be so easy, I'm already bored with it. Ja, wir holen ihn uns, Flay. Here we go. Huh? Enemies! So, da hat noch mehr Feinde gefunden. I await your command. Und der Doc hat die Auto 5. Jetzt mal hier. 4 Schuss. Ne, 3 Schuss. Okay, das war's schon. Das war's schon. Nur 2 Jungs und die haben wir in der Dunkelheit Hello. Der Nacht einfach so ausgeschaltet. Moving toward destination. So, wir gucken hier mal nach Diesels. Let us see what the Lord in his wisdom has given us. Oh, der Herr in all seiner Weisheit hat Barry glücklich gemacht. Das sieht Barry aber sehr gerne. Dann machen wir mal die hier, verschrotten wir mal die MP5 und Barry. Danke dem Herrn, denn er hat uns reich beschenkt. Oder in anderen Worten. Blendgranaten, Rauchgranaten, ja, Rauchgranaten. Und Trenngas. Ui. Was haben wir noch? Bauteile. Was zum Aufbrechen. Technik, sollten wir können. Alina, du bist doch die Technik-Tante. Medis! Something to help us on our quest, perhaps? I will go presently. So, was haben wir noch? Technik-Tante. Ein Anaconda-Revolver. Naja, gut, der ist eher Schrott. How can I assist? Okay, hier ist noch Ach, Kalina, öffne mal bitte. Und da kannst du noch Bauteile. Yes. Alina, hol Alina da mal die. Here. Granitsche. Kalina kann da mal holen. Und ansonsten gibt es noch nützliche Bauteile an der Tanke. Okay, wir bauen die Tankstelle ab. Aber das war jetzt ja ein Feindner. Deine kurze, schnelle Nummer, ein Quickie. Und damit können wir uns jetzt den Stützpunkt hier schnappen und bekommen auch die Waffenlieferung. Das alles beim nächsten Mal. Wir sehen uns. Tschüss, bis dann.